Ihr Freunde der Nacht und willkommen zu einer Folge Grim Dawn. Und zwar die deutsche Version. Ich habe mir Twitch Community Patch runtergeladen. Und er sagt, ja, jetzt können wir mal loszocken hier. Boah, ja, badet die. So. Stellen wir uns mal einen männlichen Charakter hier. Ja, ich wollte mir Grim Dawn schon länger holen. Er sagt, ja, jetzt ist gerade Steam Sale, hole ich mir Grim Dawn. Und falls euch das gefällt, das Spiel, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ich will euch was Schönes zeigen euch. Aber dazu gleich mehr. Henka Jarvis, immer noch am Leben, wie ich sehe. Du bist ein verdammter Glückspilz, das muss ich dir lassen. Sprich am besten gleich mit Captain Bourbon. Es scheint etwas mit dir vorzuhaben, jetzt wo dein Leben verschont wurde. Ich? Was geht dir vor? Wo bin ich? Willkommen in Devil's Crossing. Der vermutlich letzte Zuflucht der Menschlichkeit. Du warst besessen, also haben wir dich gehängt. So wie wir es mit allen ätherischen Übernommenen tun. Aber es scheint, als hättest du den Geist deines Körpers verlassen, bevor ihm die Lebenskraft ausgegangen ist. Ich hätte dich ja hängen lassen, aber der Captain hatte andere Pläne. Er hat noch anderes mit dir vor und ich will nicht dagegen reden. Wo kann ich den Captain finden? Er steht oben an der Straße, auf dem Vorplatz und koordiniert vermutlich gerade ein Verteidigung gegen die Toten. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dich von dem Strick wieder abgeschnitten zu haben. War ich mal auf den Weg. Ja, lese das Problem. Ich finde es ein bisschen klein, weshalb ich am Optionsspiel noch umstellen kann. Aber das mache ich dann später. Wo ist denn der Captain? Sprich mit dem Captain. Ach, da oben. Sehe ich auf der Karte. Kann ein bisschen größer machen. Willkommen. Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung. Okay. Ja, kein Ding. So. Für jemanden, der gerade den Tod von der Schippe gesprungen ist, siehst du gar nicht so schlecht aus. Du wurdest übernommen, besessen von denselben Kreaturen, die Zombies hier auferstehen lassen. Normalerweise hätte ich dich mit den anderen verbrannt, um sicher zu sein. Aber wir hatten zu viele Menschen an den Tod verloren. Ich brauche jemanden, der entbehrlich ist. Jemand, der nichts zu verlieren hat und viel zu gewinnen. Moment, bist du das? Stelle deinen Wert für mich unter den Beweis und überlebe in Devil's Crossing. Heißen dich willkommen. Die Körper der Toten stehen in einer entsetzlichen Art und Weise wieder auf. Leichen sollten nicht auferstehen und herumlaufen. Irgendetwas belebt unsere Verstorbenen mit ätherischer Energie wieder. Wir haben die Toten eine Weile beobachtet und es scheint, als ob sie Lower Crossing von Burial Hill aus überschwemmen. Ich möchte, dass du nach Burial Hill gehst und herausfindest, was die Abscheulichkeiten kontrolliert und es zerstörst. Du wirst dich durch Lower Crossing kämpfen müssen, wenn du den Sturm auf der anderen Seite der Stadt passieren hast, wird dich ein nahegelegener Pfad nach Burial Hill führen. Ich weiß, dass ich viel von dir verlange, aber ich verlange auch von vielen Leuten, dass sie dich mit offenen Armen empfangen. Hilf uns dieser Stunde der Not und ich werde Devil's Crossing für dich öffnen. Okay. Let's road. Betritt die Höhle von unter Burial. Burial Hill. Burial Hill, den machst du, das soll ich aufgesprochen werden. Trank. Der gesamte Energietrank. Verfassung. Okay. Lebenspunkte und ein Trank. Das Viecher hier. Wandelnder Toter. Ah, der German Patch ist echt nicht schlecht. Echt cool. Das ist so ein Blind das Spiel. Ich hab mir keine Ahnung davon, aber. Sieht schon mal richtig geil aus, finde ich. Macht doch mega Spaß, solche Sachen bekommen. Fordert Geist. Fordert Konstitution, okay. Ach, die zwei vier kämpfen gegeneinander, kann ich sogar. Waffenvergleich, ja, kommt gleich. Ah. Ich will alles töten, also ich Erfahrungspunkte bekomme. So, Waffenvergleich. Einhänder, der ist schon mal besser. Pistole. Das? Ach ne, es geht leider nicht. Schade. Kann ich zwei Waffen nehmen? Nein. Geht leider auch nicht. Na, hätte klappen können. So. Weg damit. Schön drauf. Das ist gut so, Damage. Stufenaufstieg, das meinte ich nämlich. Mit S kann ich wählen meine Klasse. Und ihr, als Community oder allgemein, wenn ihr mal vorbeischaut, wählt meine Klasse. Ihr könnt die, man kann zwei Klassen wählen, ihr könnt zwei Klassen wählen. Kann man vorlesen. Soldaten der kaiserlichen Armee wurden ausgebildet, um unter der
höllischsten Bedingungen zu überleben und die Stellung gegen die tödlichsten Feinde des Kaiserreichs zu verteidigen. Soldaten bevorzugen Nahkampfwaffen, wie Schwert und Schild. Sie können aber auch eindrucksvoll mit Schusswaffen umgehen, was ein Soldat nicht direkt an Schaden anrichten kann, wenn er durch die Kampfbarkeit und Führungsstärke ausgeglichen. Sprengmeister, Meister der Pyrotechnik der kaiserlichen Armee. Sprengmeister sind teils Techniker, teils Zauberer. Sie werden eingesetzt, um feindliche Reihen zu durchbrechen und Formationen durch eine große Auswahl an explosiver und vernichtender Magie zu zerstören. Normalerweise bevorzugen sie den Fernkampf. Sie greifen Feinde mit Feuerwaffen, Fallen und Sprengstoff an. Sie sind aber ebenso mit Nahkampfwaffen erfahren. Finde ich nicht schlecht. Okkultisten, ich wäre immer so ein Magier. Ich denke mal, Okkultist oder Arkanist wäre, glaube ich, was für mich. Als Magier, weil ich immer sonst was bin, aber... Mal sehen, was ihr für euch entscheidet. Weiter vorlesen hier. Okkultist, eins von den kaiserlichen Truppen gejagt. Um unheimliche Macht zu kontrollieren, konzentrieren sich das Handwerk des Okkultisten auf die Beschwörung und geliehene Kräfte, die ihm die drei Götter Bismil, Solael und Dreek. Schreibt mal in die Kommentare, wie die heißen. Also, naja, wie es ausgesprochen wird, könnt ihr schlecht in die Kommentare schreiben, aber sagt mir, falls ich es falsch ausspreche. Gegeben wurden. Zu ihrer vervielfältigen Kunst gehören abscheuliche Flüche und Zauber, die durch Gift und entropische Energie Schaden verursachen. Auch wenn sie nicht mit Schwert und oder Pistole auszeichnen können, können sie beides nutzen, um ihre Angriffe zu verstärken. Weil diese Kunst ist nicht gerade die beste, deswegen lese ich auch sowas vor, das hilft mir alles. Ey, nein! Ich bin zu dumm, einfach zu sagen hier, ich kann Klasse nur zurücksetzen, oder? Kann ich hier jetzt draufklicken? Ah, kann man widerrufen. Sehr schön. Das ist gut. Weiter. Schattenklinge. Glaube ich, eine neue Klasse, wie ich weiß. Soll nicht schlecht sein. Schattenklinge waren verborgene Krieger, die sich mit dem Kaiserreich verpflichtet haben. Schattenklingen kennen sich mit allen kriegerischen Waffen aus, werden aber noch mehr wegen ihrer tödlichen Klingenmagie gefürchtet, die eins ihrer Geheimnisse ist. Sie eignen sich nicht zur direkten Konfrontation mit stärkeren Feinden und verlassen sich auf Illusionen, um schnelle, verheerende Angriffe aus Distanzangriffen mit geisterhaften Schwertern auszuführen. Okay. Arkanist. Für die Arkanisten ist die Manifestation der Magie kein unerklärliches Mysterium oder der Wille der Götter, sondern eine Wissenschaft, die entwirrt werden soll. Das Streben nach Wissen treibt alle Arkanisten an, stets eine neue Technik zu entdecken, um sich ihren Namenspatron ebenbürtig zu erweisen. Arkanisten verformen ätherische und elementarische Energie nach ihrem Willen und erschaffen eine verheerende Machtdemonstration, die kleine Armeen konstruieren. Jedoch ermöglicht diese rohe Kraft keine starke Verteidigung. Ist jetzt selber diese ätherische Energie, also können die, denke ich mal, auch so Zombies, Geister und sowas beschwören? Finde ich nicht schlecht. Naja, ist eine Art Beschwörung, finde ich auch nicht schlecht unbedingt. Oh, ich kann mir sogar noch runterscrollen, das ist immer was Neues. Toll. Schamanen stammen aus den wilden Nordlanden und waren spirituelle Führer und Hüter ihres Volkes. Durch die Beanspruchung eines erstaunlichen Einklangs mit der Wildnis und ihren Schutzgottes Mokdrogon. Drogen sind Schamanen in der Lage, die schrecklichen Naturgewalten gegen ihre Feinde einzusetzen oder sogar wilde Tiere zu Hilfe zu rufen. Schamanen zeichnen sich durch ihren Einsatz von brutalen Zweihänder-Nahkampfwaffen aus. War ich denn jetzt? Wie dumm? Aus. Aber sie können auch andere Kriegswerke sogar anwenden, wenn sie ihre ursprünglichen Kräfte beschwören. Also. Gut. Das schon mal vorgelesen hier. Also, ihr werdet entscheiden, welche Klasse ich spielen soll. Und. Wie ist mein Level hier? Level 2? Ja. Ihr werdet entscheiden, welche Klasse ich spielen soll. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ein paar mehr Leute in die Kommentare was schreiben würden. Und ich, wie gesagt, möchte hier alles erkunden in diesem Spiel. Wir können auch mehrere Klassen machen später, wenn ich das Spiel nochmal durch habe oder so. Und ja. Ah, es gibt nur zwei Waffenplätze. Wie geil ist das denn? Pistole. Oh lol. Sind Pistolen gut? Aus Entfernung machen die wohl mehr Schaden. Haben sie... Ah, die sind auch nicht. Die sind cool. Ah. Bam. Bam. Shit. Piu, piu, piu. Gut. Ja, ich weiß, Attribute und so, es kommt, wird alles ihr entscheiden. Attribute dann verteilen, wenn ich weiß, was ihr, für was ihr euch entschieden habt. So. Oh, die Klinge kann ich die reinmachen? Nee.
Aber da ist die besser. Nein, minus 3. So. Ich hoffe mal, dass ihr euch auch das Video überhaupt gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt es mir in die Kommentare, was ich besser machen kann. Kritik ist wichtig für mich. Ich bin halt ein Community-Mensch, ich brauche halt Kritik. Sowas hilft mir immer sehr. So, down. Down. Stirb. Oh, aber mein andere Video ist vorbei. Ich habe jetzt hier Bloodborne-Videos gemacht, mein allererstes Video. Also ich mache jetzt seit gestern Videos und echt habe ich noch nicht wirklich viel Ahnung davon. So, können wir mal schreiben, wie die Tonqualität ist, was mit meiner Stimme so, ob ich das richtig eingestellt habe, wie ihr es findet. Und was ich halt, wie gesagt, verbessern kann. Ich bin für Verbesserungsvorschläge immer offen. Na, einen neuen Trank. Ist gut. So, Kisten. Ja. So. Haus clearen wir noch, Stufe 3, das ist gut. So. Ups, was ist das denn? So, Nahkampf. Mal schön drauf. Hm. Wo ist die Jacke? Das ist selten. Ist das selten? Ah, magisch. Magisch, okay. Das kann anziehen. So. Hier in diesem schönen, ruhigen Haus. In diesem schönen ruhigen Haus machen wir eine kleine Pause. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Ey! Sagt ihr, schönen ruhigen Haus. Mann! Weg hier. Meine Güte. Oder was? Da war das. Fuck. So, jetzt aber. Schön, stell ich mal daneben hier. Sehr schön. Sagt, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare, was ihr besser machen kann. Und schreibt, ist mir sehr wichtig, schreibt mir die Klasse in die Kommentare, die ich spielen soll. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal aus der Welt von Grim Dawn. Ciao, euer Buddy.